Hallo, ich beantworte heute einen Tag und zwar den Schlafen-Tag. Den habe ich bei einigen schon gesehen, das letzte Mal bei Bambi Loves You. Und ja, ich dachte, ich beantworte den einfach mal. Es sind 10 Fragen rund um Schlafen. Erste Frage, hart oder weiche Matratze? Ich bevorzuge harte Matratzen, weil weiche Matratze ist so... Ja, man sinkt so rein und also ich persönlich bin kein Fan von weichen Matratzen. Zweite Frage, Rollläden runter oder hoch? Die Geräusche sind wieder hier die Hunde. Rollläden runter, wobei ich das auch gerne mag, wenn die so ein Stückchen hoch sind, aber jetzt nicht so die ganze Nacht. Gerade abends so im Sommer, wenn die so ein bisschen... Ja, aber generell Rollladen runter. Dritte Frage, links oder rechts einschlafen? Also ich lese abends im Bett meistens noch immer entweder ein Buch oder auf dem iPhone ein iBook. Und dann liege ich auf der linken Seite zum Lesen. Und ich schlafe, also ich werde sehr, sehr schnell müde vom Lesen. Und dann drehe ich mich dann halt auf die rechte Seite, wenn ich halt... Buch oder sonst was weggelegt habe und schlafe dann meistens auf der rechten Seite ein. Vierte Frage, Morgenmuffel oder gut gelaunt? Also ich bin kein Morgenmuffel und ich bin auch nicht super gelaunt morgens, also halt normal. Ich komme sehr gut schnell aus dem Bett. Ich bin kein Typ, der morgens noch ja, im Bett irgendwie rumdösen, gammeln muss. Also wenn ich wach bin, dann auch sofort aufstehen und duschen. Mein Mann, der ist anders, also er, wenn er morgens aufwacht, dann guckt er noch Fernsehen, um halt so, ja, so langsam in den Tag hinein zu starten. Viel Schlaf oder wenig, also ich bin kein Langschläfer. Und ja, so 7 Stunden ungefähr, ja. Sechste Frage, Pyjama oder Nachthemd? Ich habe weder noch, ich habe eine alte Leggings als Schlafhose und dann halt ein normales T-Shirt, was mir gerade in die Hände fällt. Ja. Siebte Frage, Fernseher schauen im Bett. Ja, definitiv, wir haben Fernseher im Schlafzimmer. Wir wollen den auch nicht mehr missen, weil gerade mein Mann hat ja immer Spätschicht und wenn er dann abends von der Arbeit kommt und dann im Bett noch ein bisschen zum Runterkommen halt Fernseh gucken. Und ja, ich gucke auch gerne noch Fernsehen im Bett, wenn ich vor ihm da bin. Ja. Also ja, Fernseher schauen im Bett auf jeden Fall. Achte Frage, schnarchst du, redest du im Schlaf oder schmatzt du? Schnarchen, ja, wurde mir schon gesagt. Reden, keine Ahnung, aber mein Mann redet. Das ist sehr witzig. Schmatzen, denke ich mal, weil viele sagen ja auch, dass ich in meinen Videos schmatze. Ja, neuntens. Wie viele Decken und Kissen hast du im Bett? Also insgesamt haben wir halt 2 Decken und 4 normale Kissen. Plus er 2 kleine noch und ich ein... Das ist so eine Rolle, so ein komisches Ding von Ikea. Aber jeder hat halt eine normale Decke und 2 Kissen, 2 normale und halt noch Kleingedöns. Wobei bei mir so eine ganz, ganz doofe Angewohnheit, das ist auch eine Macke von mir, dass ich meine Bettdecke, aufgrund dessen, weil ich ja halt nicht die Größte bin, nehme ich meine Decke immer quer, sondern nicht normal. Jetzt hat King gerade hier seinen Knochen geholt. Also ich nehme sie immer nicht längs, so wie die Decke halt normal ist, sondern ich nehme sie quer. Immer. Egal wo ich bin, ob ich jetzt woanders schlafe oder zu Hause. Was machst du? Immer quer. Und dann muss ich mir immer Decke zwischen den Beinen, zwischen den Knie klemmen, weil ich sonst absolut nicht schlafen kann. Immer. Also damals war es halt irgendwie so ein Kuschelkissen zwischen den Knie oder halt jetzt, wenn die Decke quer ist, dann halt zwischen den Knien. Deswegen könnte ich auch niemals mit meinem Mann eine Decke teilen. Da würde ich wahnsinnig werden. Das geht überhaupt nicht. 10. Frage, teilst du dein Bett oder schläfst du alleine? Ja, ich teile mein Bett mit meinem Mann.
Ja. Ja, das wären so die 10 Fragen. Taggen werde ich kein speziell. Ich freue mich über jede Videoantwort von euch. Postet die unten. Und ja. Und die Geräusche sind funky. Ja. Naja. Okay, dann war es das von mir. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.